Wir schreiben den 14. Dezember 2018, Hochsommer. Ich war mal wieder entspannt jagen gewesen, als ich plötzlich irgendwas im Busch rascheln hörte. Mir war nicht klar, um was es sich handelte. Ich hatte nur eine leise Vorahnung. Doch als ich es erlegte Hey. und mir meine Beute ansah, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Es waren zwei seltene Exemplare der Benjamate Bone Collectors. Ich nahm sie sofort mit. Jetzt gehören sie mir. Nach dieser langen und sehr aufwendigen Intro-Frequenz möchte ich euch heute mal zwei neue Messer in meiner Sammlung vorstellen, die ich beide dieses Jahr geschossen habe, Hey. wenn wir schon beim Thema sind. Wir fangen einfach mal, ohne lange drum herum zu reden, mit diesem hier an. Das ist nämlich das ältere von beiden, das habe ich schon eine ganze Weile bei mir rumliegen. Hier auf der Verpackung haben wir stehen Bone Collector, darüber steht Michael Well, also der hat in Zusammenarbeit mit Benchmade diese Messerserie gemacht. Und das Design der Verpackung ist einfach mal sehr schön. Hier oben haben wir noch so ein paar grüne Verzierungen, hier unter dem Symbol nochmal schwarze. Hier an der Seite steht nochmal Bone Collector, hier nochmal Benchmade. Hier hat nochmal die Hinweis von Benchmade, dass man aufpassen soll beim Umgang mit diesen Messern. Und hier steht nochmal die Bezeichnung. Das hier ist jetzt das Modell 15030-2 Bone Collector Access. Und wir gucken einfach mal rein nach diesem langen Gerede. Hier haben wir eine schöne Tasche. Darunter ist nochmal eine kleine Beschreibung zum Access Lock von Benchmade. Das müssen wir uns jetzt nicht antun. Hier ist nochmal was zum Lesen dabei. Da kann man auch wieder eine ganze Menge stehen. Und deswegen würde ich sagen, wir überspringen das mal. Hier auf der Tasche steht auch nochmal Benchmade mit dem Logo. Und da drin befindet sich das gute Stück. So sieht es aus. Klein, aber fein. Feinungsgriff, Schalen. Hier nochmal das Logo. Bestimmt mit einem heißen Metallstempel hier eingestanzt worden. Hier auf der Klinge steht nochmal das Bone Collector. Darüber nochmal Michael Waddle. Hier ist nochmal Benchmade. Das verschwindet schon leicht, der Schriftzug. Hier oben steht nochmal D2. Hier Nummer von dem. Und USA. Ja, hier haben wir noch einen schönen schwarzen Pocket Clip mit einer dunklen und matten Anodisierung. Schön straff. Den könnte man dann auch hier auf der anderen Seite befestigen für Links- und Rechtshänder dann bequeme Handlage. Das Ganze funktioniert halt wie schon gesagt mit dem Access Lock und aufschnippen kann man das ganz einfach mit dem Mittelfinger durch das Loch, was hier drin ist. Finde ich sehr bequem. Ja, der Klinglauf ist 1A und sehr, sehr schön. Also es ist ein richtig toller Flipper. Klingenspiel haben wir hier ein bisschen was, aber bei oben und unten haben wir nichts. Das ist auch nicht ganz so schlimm, wenn hier ein bisschen was ist. Denn ansonsten würde das Messer verklemmen. Wir haben einen sehr schönen mittigen Klingenstand, wie ihr hier seht. Und das Ganze wird mit einem G10 Backspacer mit einem rauen Profil, wie hier bei den Handles, zusammengehalten oder verfeinert. So, hier in den Linern haben wir nochmal ein paar kleine Taschen ausgefräst, damit das Messer nicht so schwer ist. Haben sie gut gemacht, denn das Messer, das ist wirklich sauleicht. OG könnte man das sogar schon nennen. Ja, aber wir halten uns zu lange hieran auf. Wir gucken einfach mal noch in das andere Päckchen. Das ist zwar eigentlich genau dasselbe, aber halt in größer. Also die Verpackung müssen wir uns nicht nochmal anschauen. Die ist in einem 1er-Zustand. Man könnte sagen, das ist sogar noch neu. Und ja, ich glaube, das ist sogar noch neu. Seltsam, wie lange das da ausgehalten hat, die ganzen Jahre. Und ist das jetzt wirklich noch original verpackt? Ich hatte vorher hier noch nicht reingeschaut. Ich hatte es zwar schon ausgepackt gehabt, also aus der Post. Und ja, so sieht das Große jetzt aus. Und das ist in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand sogar noch. Machen wir einfach mal die Klinge auf. Ja. Wow, hier steht nochmal Bone Collector wie bei dem anderen, nur halt noch nicht verschwommen oder verwischt. Hier sind auch noch überhaupt keine Abnutzungen dran, also wahrscheinlich ist es wirklich noch neu. Also, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, die Benchmade Bone Collector Serie gibt es schon seit 2012 oder 13, weiß ich jetzt nicht genau, und waren eigentlich nur eine limitierte Auflage, also speziell für Jäger und Messersammler gedacht. Hier ist wieder das Logo. Was mir an den Bone Collector oder generell an solchen Messern sehr gut gefällt, ist hier dieses raue Profil. Also nicht diese Riffelung, die man hier deutlich sehen kann, sondern diese feine Maserung. Vielleicht sieht man es hier. Hier sind nochmal so kleine Maßen, damit man halt nochmal ein bisschen mehr Griff hat. Hier auf der anderen Seite auch wieder. Hier unten ist schön glatt. Hier haben wir nochmal Jimpings. Und da drin sieht man auch wieder die Taschen. Ja, und der Klingenlauf ist auch wieder perfekt.
Also dieses Messer ist wirklich ein Traum für jeden Sammler. Wir haben hier auch so gut wie kein Klingenspiel, also wieder minimal, aber nach oben und unten bewegt sich überhaupt nichts. Und der Klingenstand bei dem Messer ist auch wieder perfekt mittig. Also das Messer ist im Groben und Ganzen, wie es eigentlich von Benchmade gewöhnt ist, immer sehr gut eingestellt. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen mal schnell zum Schärfetest. Dafür habe ich mir hier wieder das klassische weiße Papier geholt und wir fangen mit dem Kleinen an. Ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt hier nicht abrutschen würde, mehr muss ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ist auf jeden Fall sehr schön scharf. Das hier wurde auch schon mehrmals angeschliffen. Ich bin jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte, der dieses Messer hier besitzt. Und ja, aber ist auf jeden Fall schön zum Arbeiten gedacht. Spitze, die ist ein bisschen schon runter, also hier müsste ich vielleicht selber nochmal ein bisschen nachschleifen, aber ansonsten eigentlich ein Groben und ganz ein tolles Messer. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel wegschneiden, weil das Große will ja auch noch getestet werden. So, das hier macht für mich noch einen neuen Eindruck und deswegen will ich jetzt mal gucken, wie scharf dieses ist. Und wie ihr seht, wirklich butterweich. Also, wenn ich nicht abrutschen würde, seht ihr, Benchmade-Messer, also die sind auf jeden Fall immer scharf. Die Spitze, wie ihr seht, ist auch wieder verdammt gefährlich. Also ich brauche hier wirklich nur minimal Kraft aufzuwenden, um halt durch das Papier zu kommen. Also mit sowas muss man halt wirklich vorsichtig sein. Also die Warnhinweise bei Benchmade sollte man auf jeden Fall beachten, die auf der Verpackung stehen. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir kommen noch mal schnell zu den technischen Daten von den beiden Messerchen. Fangen wir diesmal mit dem großen der beiden an. Die Bezeichnung ist bei dem 150-20-2. Wir haben eine Klingenlänge von 9 cm, bestehend aus dem D2-Stahl, haben einen Griff mit 12 cm Länge aus sehr feinen Walnussholz-Griffschalen mit einem wunderschönen Design, haben eine Insgesamtlänge von genau 21 cm und ein Gewicht von 146 Gramm. Das kleinere der beiden ist das 150-30 Modell. Es hat eine Klingenlänge von 7,5 cm, wird auch wieder bestehend aus dem D2-Stahl, hat eine Grifflänge von 10,5 cm und eine Insgesamtlänge von 18 cm und bringt ungefähr 91 Gramm auf die Waage. So, mein Fazit zu den beiden Messern lautet: Also für mich sind sie eigentlich viel zu schade, um sie für die Jagd zu benutzen, weil stellt euch vor, ihr benutzt hier so einen kleinen Folder, wollt damit ihr jetzt ein Tier ausnehmen. Und die ganze Suppe läuft halt in das Messer. Also das ist für mich sau eklig und ich glaube, für das Messer ist das auf lange Zeit dann auch nicht gut. Also da würde ich dann halt wahrscheinlich die Skinner-Variante nehmen, aber nee, das ist mir eigentlich zu schade dafür. Und ja, das soll jetzt dann auch zu diesen beiden Messern gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.